Jesus erklärt: Erdbeben und Vulkane. Eure Welt befindet sich in einem gefährlichen Zustand. 10. Dezember 2021. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge der Herr uns in diesen turbulenten Zeiten in seinem Frieden bewahren. Möge der Herr uns durch alle Prüfungen hindurch beistehen, unsere Herzen stützen, uns helfen, die Zeit, in der wir leben, zu verstehen, und mögen wir für die Dinge beten, die für ihn am dringendsten sind. Amen. Herr, was liegt auf deinem Herzen? Wofür sollen wir beten? Ich sah eine Vision von kochenden und aufgewühlten Ozeanen. Jesus begann: Es ist Realität, dass sich die Hölle auffüllt und ausdehnt aufgrund von Seelen. Und auch Nibiru, der sich der Erde nähert, hat seine Auswirkungen. Eure Welt befindet sich in einem äußerst gefährlichen Zustand. Lava bricht aus Gräben im Ozean hervor und es gibt Unterwasservulkane, die das Wasser zum Kochen bringen und giftige Substanzen freisetzen und an vielen Stellen die Meeresbewohner töten. Aufgrund dieser Veränderungen wird das Wasser ansteigen und Landmassen werden überflutet werden. Aber Claire, ich möchte, dass du etwas verstehst. Auch wenn es außerhalb deiner Kontrolle liegt, liegt es dennoch nicht außerhalb meiner Kontrolle. Ich habe die volle Kontrolle über das, was auf der Erde geschieht. Lass dich also auch weiterhin nicht beunruhigen. Diese Monster des Abgrunds wurden fabriziert, um freigesetzt zu werden und die Bewohner der Erde zu vernichten und um sie komplett zu verwüsten. Dies wurde in der Heiligen Schrift vorhergesagt, aber ihre Handlungsfreiheit ist begrenzt. Bitte lest hierzu Offenbarung 9. Herr, bitte komm bald, mein Herz tut weh. Geliebte, dies ist eine Gratwanderung. Das richtige Timing liegt in den Händen meines Vaters allein. Aber ich habe um mehr Zeit gebeten, da die Ernte der Erde reif ist. Aber Herr, was ist mit dem südlichen Kalifornien und all den Beben im Golf von Kalifornien? Und jetzt geschieht bei Oregon dasselbe. Ich bin so besorgt, dass Kalifornien nicht mehr lange existiert. Und kürzlich wurde ein Tiefseebewohner, ein Anglerfisch, an den Strand von San Diego gespült. Du hast recht, meine Liebe. Ich habe fast alles in meiner Macht Stehende getan, um die Menschen dazu zu bringen, aus dieser Gegend von Amerika wegzuziehen. Ich habe eine Katastrophe nach der anderen zugelassen, um sie aus der Gefahrenzone wegzubewegen. Aber einige sind gefangen im tiefen Schlaf des Materialismus und es passt nicht in ihre Agenda, also werden dies jene sein, die bei dem kommenden Beben untergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit und ich sage euch die Wahrheit. Mir graut vor jenem Tag und ich will die Entscheidung nicht treffen. Also überlasse ich es allein meinem Vater. Ich liebe alle, die in Kalifornien leben. Ich möchte euch nicht sterben sehen, aber ihr seid nicht tief genug eingedrungen, um meine Warnungen zu beachten. Und wenn ihr diese Orte nicht schnell verlasst, werdet ihr bei dieser schrecklichen Tragödie verschlungen werden. Bitte, meine Leute, wenn ihr meinen Ruf vernommen habt, diesen Ort zu verlassen, so schiebt es keinen weiteren Tag hinaus. Die Zeit läuft aus. Herr, ich habe eine Frage. Setzen unsere Feinde Hightech-Waffen gegen uns ein, um jenen Teil von Kalifornien abzuschneiden?
Du kannst sicher sein, dass der Mensch involviert ist. Ihr wart im Krieg, aber es wird vor euch verborgen. Eure Feinde werden jede verfügbare Hightech-Waffe einsetzen, um euren Untergang herbeizuführen. Wie auch immer, sie beginnen mit einer natürlichen Schwäche und sie verschlimmern sie, bis sie versagt. Es werden Unterwasseroperationen wie auch skalare Technologien angewendet. Diese wurden schon sehr lange eingesetzt und werden erst jetzt der Öffentlichkeit bekannt. Dies war das Ende seiner Botschaft. Wir haben die Aussagen des Herrn hier zusammengefasst. Claires komplette Lehrgänge findet ihr in Englisch auf ihrer Webseite heartdwellers.org. Der Friede des Herrn sei mit euch.